Sie haben ja gestern schon Stellung genommen zu dieser Kronzeugenregelung für Thomas Schmidt, falls sie denn kommen sollte, und sind der Meinung, das geht sich nicht aus. Warum? Ja, schauen Sie, für mich ist ein Kronzeuge jemand, der Wahrnehmungen zu einem Vorfall hat, der vielleicht am Rande in das Ganze involviert gewesen ist. Und der halt dann sagt, gut, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Vielleicht hat es ihm die Mama gesagt, dass er es nicht vereinbaren kann mit dem Gewissen, wie auch immer. Und der sagt dann, ich möchte das klarstellen, ich möchte es reparieren und möchte das, was ich weiß, preisgeben. Ja? Wenn wir es vielleicht mit einem praktischen Beispiel vergleichen, derjenige, der beim Bankraub mit dem Fluchtauto fährt und draußen sitzen bleibt, ja, der weiß vielleicht, wer vorhin bei ihm im Auto gesessen ist und wer dann wieder rausgekommen ist. Ja? Das könnte ein Kronzeuge sein. Der Thomas Schmidt ist aber für mich einer von jenen, die im Kassensaal gestanden sind, ja, und nicht draußen im Auto gewartet haben. Und jetzt sozusagen auf den letzten Abdruck herzugehen und zu sagen, naja, okay, der wischt, aber vielleicht können wir jetzt irgendeinen Deal ausverhandeln und vielleicht können wir Strafmilderung bzw. Straffreiheit da irgendwie herausschieben. Das finde ich moralisch nicht richtig und ich glaube tatsächlich, dass der Thomas Schmidt in die ganzen Dinge und Prozesse zu stark involviert ist, als dass man jetzt sagen kann, der hat nur eine Randrolle gespielt. Also für mich geht es sich auch nicht aus und wir haben das, wie gesagt, auch gestern deshalb genauso kritisiert. Wie sehen Sie das mit diesem aufgenommenen Telefonat? Also Sebastian Kurz hat offenbar eben ein Telefonat mit Thomas Schmidt aufgenommen und in dem Telefonat redet Sebastian Kurz darüber, kannst du dir erklären, wieso die mich als Auftraggeber dieser Beinschab-Tool-Sache sehen und Thomas Schmidt sagt in diesem Telefonat auch nach dem Motto, ja absurd, er weiß nicht, wie die darauf kommen. Ja, die ÖVP hat einfach moralisch und politisch abgewirtschaftet, das muss man sagen. Ich meine, wenn sie mittlerweile Parteikollegen gegenseitig aufzeichnen am Telefon, ja, dann ist das ein Punkt, den ich immer kritisiert habe in jedem Zusammenhang, auch wenn es einmal bei uns der Fall gewesen ist. Genau. Ja. Auch das, also jemand, der ohne mein Wissen mein Telefonat mit aufzeichnet, mit dem habe ich das letzte Mal gesprochen. Ich sage Ihnen das in aller Klarheit, so wie es ist. Und wenn ich auf sowas draufkomme, dann ist es vorbei. Ja. Ganz grundsätzlich, und da ist mir vollkommen wurscht, wer das ist. Also da sieht man nur, wie moralisch verkommen die ÖVP ist. Und da gibt es ja auch einen vorgelagerten Chat, der ja bekannt geworden ist, oder beziehungsweise gab es eine Aussage, ne, wo der Herr Schmidt mit dem Herrn Blümel telefoniert und ihn fragt, was der Sebastian Kurz, der vorher angerufen hätte, von ihm wollte. Und dann hat er gesagt, ja, und ob er weiß, ob der Sebastian beim Treffen verwandt ist. Und dann sagt der Blümel, ne, der Sebastian hat mich schon gefragt, ob ich verwandt bin. Also das muss man sich vorstellen, in welcher Ebene man da unterwegs ist. Also die trauen sich gegenseitig zu, dass sie verwandt sind und zeichnen Telefonate auf. Also es zeigt ein Sittenbild, das eigentlich schauderhaft ist. Und dann muss man sich vorstellen, diese Herrschaften haben diese Republik geführt. Das muss man sich einfach einmal auf der Zunge zergehen lassen, mit diesem Misstrauen, das untereinander schon gegeben hat. Und sie haben sich auch massiv gegen die Wand gefahren in vielen, vielen Bereichen. Und auch wenn wir damals immer wieder belächelt worden sind mit unserer Argumentation des tiefen Staates und der Machtergreifung innen, Justiz und schlussendlich auch Finanzministerium, das dokumentiert sich ja jetzt gerade. Thomas Schmidt war das Missing Link. Wir hätten ihn ja gerne im Untersuchungsausschuss gehabt. Aber nur mit diesen Aussagen, die jetzt bekannt sind, wird vieles klarer. Und ich bin gespannt, in welche Richtung die Reise jetzt geht. Einer, der ja auch vorkommt in der Aussage von Thomas Schmidt, ist Wolfgang Sobotka, der Nationalratspräsident und Vorsitzender des Urschusses. Ist nämlich genau just ÖVP-Korruptionsurschuss. Wie lange ist er noch tragbar? Also für uns ist er schon lange nicht mehr tragbar. Ich glaube, da ist der Kollege keiner meiner Meinung und wir haben ihn auch schon mehrfach zum Rücktritt aufgefordert. Und ganz ehrlich, bei Wolfgang Sobotka sprechen wir davon, dass das der zweite Mann im Staat ist, ja, vom Protokoll her. Der steht direkt unter dem Bundespräsidenten in der Hierarchie, das muss man sich vergönnen. Und kommt aus den Skandalen nicht heraus. Ja. Moralisiert munter dahin und hat irgendwelche eigenartigen nordkoreanischen Vorschläge für den Untersuchungsausschuss, dass man vorher die Fragen bei ihm abgeben soll. Ja. Der dann überschriftlich, ja, und der dann darüber nachdenkt, ob es am nächsten Tag zugelassen werden. Das sind die Fantasien von Wolfgang Sobotka. Jetzt weiß ich warum, weil er ständig Untersuchungsgegenstand ist. Da würde es mich vielleicht auch interessieren, ob welche Fragen kommen. Ja. Aber das ist ja mittlerweile Löwinger Bühne, was da abgeht. Also dass diese Herrschaften sich so dermaßen nicht mehr spüren, ja, und glauben, das geht weiter. Ich meine, ich stelle mir oft die Frage, um es gut wienerisch zu formulieren, wie lange möchte uns der ÖVP noch papieren? Ja? Wir haben jetzt das Missing Link hergestellt. Uns ist damals in jeder Ausschussbefragung wird uns irgendwie vorgegaukelt, ja, dass diese Beamten dort alles aus eigener Entscheidung gemacht haben und sich da mehr oder weniger verselbstständigt haben. Die Minister
haben alle nie gewusst, was in den Ministerien passiert und so weiter. Stimmt doch nicht. Also wenn nur ein Bruchteil von dem stimmt, was der Thomas Schmidt jetzt bei der WKStA ausgesagt hat, dann ist das System perfekt. Dann ist das, was wir die letzten 3 Jahre herausgearbeitet haben, ist dadurch bewiesen. Ja? Und jetzt muss irgendwann einmal von der ÖVP eine Konsequenz kommen und sagt, okay, passt, jetzt habt ihr uns wirklich erwischt. Ich meine, von mir stehen irgendwelche Hühner in der Hand, die es wieder aus dem Stall ausgeraubt haben. Ja? Und was erst zugeben, dass das gefladert haben, wenn man es wirklich auf frischer Tat erwischt. Ja? So, und jetzt ist wieder mal so ein Punkt erreicht. Und jetzt möchte mit dem Schönsprech der ÖVP dann endlich einmal Ruhe davon haben. Und die sollen jetzt einmal wirklich ihre Partei in den Griff gehen und sollen einmal wirklich einen Cut machen und sollen das Ding neu aufstellen. Aber so kann man nicht weitermachen, schon gar nicht ein Land regieren. Bundeskanzler Karl Nehammer hat heute eine Stellungnahme gemacht, es liege alles in der Vergangenheit und falls die Vorwürfe stimmen würden, dann wäre das nicht in Ordnung. Reicht das als Stellungnahme? Es gibt 2 Strategien in der ÖVP im Moment. Das eine ist Mauern und das so massiv, dass man mittlerweile schon jeden Abgeordneten der ÖVP bitten muss, im Untersuchungsausschuss einen Gewerbeschein zu lösen für das ständige Mauern. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann machen wir Kindesweglegung. Ja. Ich glaube, die Babyklappen in Wien sind mittlerweile überfüllt. Ja. Der Herr Nehammer muss jeden Tag irgendeinen anderen Parteikollegen weglegen. Ja. Das wird sich auf die Dauer auch nicht ausgehen. Und so schaut ja auch der Personalstand der ÖVP aus. Es bleibt bald niemand mehr über. Ne. Der Kollege Nehammer ist jetzt der Konkursmasseverwalter der ÖVP, versucht das Land dann noch irgendwie zu steuern, ist aber eigentlich mit der eigenen Truppe hauptsächlich beschäftigt. Und wenn man sich diesen ganzen Komplex anschaut und auch wenn man sich überlegt, wer diese ganze Systematik entworfen hat, da sind wir wieder zurück bei Wolfgang Sobotka, denn dieses ganze Vereinsunwesen und so weiter, das ist doch Marke Niederösterreich. Diese türkise Box, die da jetzt vor uns steht, ja, die hat auf jeder Seite irgendein Niederösterreich-Pickel drauf, ja, das muss man ja mal so sehen. Ja. Und das System Niederösterreich, das man dort mit der absoluten Mehrheit über Jahrzehnte durchgezogen hat, das hat man jetzt versucht im Bund zu etablieren und das ist jetzt gar kein Schiff gegangen. Ja. Aber jetzt nochmal, wo ist das Learning der ÖVP? Jetzt ist ja der nächste Niederösterreicher Generalsekretär und so weiter, das ist alles, die sind ja damit beschäftigt, die ganzen Löcher zuzuhalten. Ja. Alles mit Niederösterreichern, alles Vertrauensleute, Johanna Mikl-Leitner, glaube ich, ist hochnervös wegen der Landtagswahl. Aber wo sind die Learnings, wo sind die Konsequenzen und wo ist jetzt endlich mal eine Kursänderung der ÖVP? Nirgends. Sie mauern weiter, sie schwindeln uns an und hoffen, dass nicht erwischt werden. Das ist Status quo. Ihr sagt beide, die ÖVP muss de facto aufräumen. Aber was sollen die da konkret machen? Also ich glaube, es täte der ÖVP einfach gut, wenn man jetzt mal sagt, gut, wir sind mit unserem Projekt gescheitert. Man sieht ja, in der Bundesregierung geht gar nichts mehr. Die Grünen und die Schwarzen belauern sich mittlerweile nur mehr. Das merkt man auch in allen Ausschüssen. Also ich glaube, da ist die Luft massiv draußen. Und jetzt wäre es einfach gut, den Wähler zur Wahlurne zu rufen, einmal klare Verhältnisse zu schaffen. Denn Sie kennen ja auch die Umfragen, Sie präsentieren sie ja jede Woche, die Regierung noch hat. Also da sind wir jetzt einmal bei knapp über 30%. Das muss man sich mal vorstellen. Also muss man jetzt auch einmal die Frage nach der Legitimation dieser Regierung einmal stellen. Ja. Aber sei es drum, Neuwahlen wären aus meiner Sicht wirklich eine Lösung. Dann muss man neue Konstellationen überdenken. Und ich glaube tatsächlich, dass die ÖVP sich nur in der Opposition neu aufstellen kann. Das ist ein Prozess, den auch wir hinter uns haben und ich glaube, er ist sehr gut gelungen. Aber die ÖVP muss jetzt einmal zusammenräumen bei sich und da kann man nicht nebenbei noch ein Land mitverwalten. Ja. Also es wären wirklich, und wir hatten die Diskussion in Wahrheit ja schon vor einem Jahr, aber es wäre wirklich jetzt an der Zeit, einmal eine Allianz der Willigen zu bilden und einmal der ÖVP die Möglichkeit zu geben, sich in der Opposition neu zu definieren und in der Zwischenzeit dafür Sorge zu tragen, dass das Land wieder funktioniert. Das ist ja ein Thema, das interessiert nur euch. Mit euch ist gemeint Politikbubble, Medienbubble, Thomas Schmidt, Sebastian Kurz, ich weiß nicht was. Interessiert es die Menschen draußen nicht? Ich bin durchaus beim Kollegen Greiner, wenn man sagt, die Menschen haben jetzt ganz, ganz andere Sorgen. Davon bin ich überzeugt. Aber nichtsdestotrotz ist es unsere Aufgabe, genau dieses System aufzudecken. Wie es passiert, dafür sind wir gewählt. Das ist unser Auftrag. Deswegen verstehe ich es auch nicht, dass die Neos jetzt gerade diesen Auftrag verlassen und irgendwas anderes machen wollen, weil ihnen gerade Fahrt ist oder sonst was. Ja. Oder weil sie sich vielleicht sogar mit der ÖVP arrangiert haben. Aber es wäre ein separates Thema. Nein, aber grundsätzlich ist natürlich ein gewisser Overload da mit Informationen aus dem Untersuchungsausschuss, keine Frage. Nichtsdestotrotz muss man aber trotzdem sehen, der Untersuchungsausschuss macht ja das nicht als Selbsttherapie und als Gaudeveranstaltung, sondern wir haben ja dafür Sorge zu tragen, dass eben
der Missbrauch von Steuergeld in diesem Ausmaß, wie man jetzt schon aufdecken konnte, dass der eben nicht stattfinden kann. Es darf nicht unser Steuergeld ständig für irgendwelche Spassetteln der ÖVP verbrannt werden. Und deswegen müssen wir da weitermachen, ob es jetzt populär ist oder nicht. Ja? Und wie gesagt, jedes Verständnis für die Menschen, die ganz, ganz andere Sorgen haben. Aber das ist unsere Aufgabe und wir haben versprochen, dass wir hier Licht ins Dunkel bringen, dass wir hier die politische Verantwortung klären. Und für mich ist das ein klarer Auftrag und den werden wir natürlich erfüllen, bis der Untersuchungsausschuss zu Ende ist. Leider Gottes dürften ihn die NEOS gerade abstechen. Und vielleicht sind wir dann eher alle einer Meinung, dass man den Untersuchungsausschuss fertig arbeiten lassen soll. Ich meine, ich möchte noch eins sagen dazu. Ich glaube persönlich auch nicht, dass das die Idee von der Kollegin Crisper gewesen ist, da jetzt auszusteigen. Das macht mir nicht den Eindruck, denn sie würde jetzt nicht ihre eigene Arbeit ruinieren. Das tut sie aber gerade, wenn die NEOS aus dem Untersuchungsausschuss aussteigen und damit den Untersuchungsausschuss beenden. Also ich glaube tatsächlich, dass die Kollegin Crisper von ihrer Parteispitze gebeten worden ist, das jetzt so zu verkünden. Das ist aber sicher nicht ihre Idee, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie gerade unzufrieden ist mit ihrer Situation. Und ich hoffe auch, dass es jetzt noch zu einem Umdenken kommt aufgrund der neuen Faktenlage und hoffe, dass wir noch weiter untersuchen können. Denn wenn die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, dass man jemanden 15 Tage befragen muss, dann wird wohl ein Tag für uns auch drinnen sein oder vielleicht mehrere. Und jetzt müssen wir einmal noch abwarten, welche Personen da jetzt noch interessant werden, um am Ende des Tages wieder um die politische Verantwortung zu klären, beziehungsweise so zu erklären, dass auch die ÖVP endlich versteht, dass sie selbst schuld ist.